Okay, ja, moin nochmal zusammen. Ich sehe jetzt schon viele bekannte Gesichter hier am dritten Vortrag, glaube ich, vom Linux Presentation Day. Kieler Open Source und Linux Tage 2023, das 21. Mal. Heute Donnerstag, der 14. September, mit dem Linux Presentation Day aus Kiel, wo wir uns vor allem an Interessierte, eher Einsteiger zum Thema Linux und Open Source Software richten. Und deswegen jetzt der kleine Vortrag zum Thema Vergleich LibreOffice Calc mit Microsoft Excel. Ja, Microsoft Excel ist ja wahrscheinlich das bekannteste Tabellenkalkulationsprogramm und auch das etablierteste. Auch aus meiner Sicht als Open-Source-Fan und durchaus kein Microsoft-Fan, ein echt starkes Programm, finde ich, muss man echt einräumen. Ich arbeite beruflich ziemlich viel mit Excel und privat aber eben mit Open-Source-Software, lange mit OpenOffice und inzwischen mit LibreOffice. Und das sozusagen das Pendant zu Microsoft Excel ist dann LibreOffice Calc. Nicht so ein ganz so catchy Name wie Excel, aber der ist halt schon belegt. Also Calc für Calculation, würde ich mal sagen. Und ich will heute einfach einmal zeigen, dass so ziemlich alles, was Microsoft Excel kann, LibreOffice Calc auch kann. Der Funktionskatalog von beiden Programmen ist immens und wir können mit Abstand nicht alles zeigen. Ich steige einfach mal an mit einfachen Sachen und zeige, dass die hier auch funktionieren. Und wir arbeiten uns dann vor zu ein bisschen fortgeschritteneren Sachen vielleicht. Und ihr könnt natürlich gerne auch Fragen stellen. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier solche Leute sitzen, die in Excel quasi ganze Office-Anwendungen schreiben oder eher so diejenigen, die nur mal zwischendurch irgendwas ausrechnen wollen. Wenn ihr zu den Ersteren gehört, dann kann das auch gut sein, dass ihr hier über meinem Niveau fliegt und ich dann sage, mag sein, mag auch nicht sein. Schauen wir einfach mal. Ich habe hier das, was ihr hier seht. Ja, ihr seht es. Sind eigentlich einfach nur meine Notizen, die ich mir zur Agenda gemacht habe. Und ihr seht, hier oben ist eine so eine Sache. Mit der steige ich gleich ein. Da habe ich nämlich wirklich kein Äquivalent gefunden. Das hatten wir in unserer Vorbereitungsrunde für die Tage hier mal, da haben wir darüber gesprochen, hat Calc eigentlich diese schöne Seitenansicht, die Excel auch hat. Das ist der Punkt, wo ich sagen muss, ich habe es nicht gefunden. Ich habe da kein Äquivalent gefunden. Man kann hier über Format und Seite, wo ist es jetzt hier überhaupt, Seitenvorlage, glaube ich, man kann hier solche Sachen machen wie die Seiten, die Seiten anzeigen. Moment, jetzt finde ich es hier gerade überhaupt nicht. Vorher hatte ich das Programm noch auf Englisch. Ich habe das extra heute mal auf Deutsch gestellt. Ich nehme an, dass Format auch Format ist. Und dann gucken wir doch einfach mal Seitenvorlage. Druck, war das Druckbereich? Irgendwo kann man so eine Umrandung, ich glaube, das war im Druckbereich. Was hast du denn vor? Ich wollte die Linien, die dann anzeigen, wie weit eine Seite geht, anzeigen. Das kann man nämlich, also dass man die A4-Seite hier drin sieht. Und ich meine jetzt, ach, ich glaube, das ist sogar, ist das schon an? Zeig doch einfach mal die Seitenansicht an und dann verlass sie wieder. Die Seitenansicht, warte. Müsste eine Datei sein. Eine Datei? Die Seite. Dann kannst du mich jetzt gerne einmal dirigieren, wenn du meinst, wo das ist, die Seitenansicht unter Datei. Druck, ach so, ja, okay. So. Genau. Das geht natürlich. Sowas kann man machen, klar. Was man in Excel allerdings kann, ist hier drin sozusagen direkt arbeiten. In Excel kann man so eine Seitenansicht aufmachen und dann da direkt arbeiten. Dann sieht das quasi aus wie in Word. Ja, das kann man in der LibreOffice aber auch. Du siehst jetzt auch schon die gestrichelten Linien. Ja. Ich zumindest sehe. Ja, genau, die sehe ich auch. Ups. Ja, genau, das wolltest du doch auch haben. Ich wollte eigentlich eine
dass die gestrichelten Linien zeigen, wo die Seite endet quasi. Ja, das tun sie auch. Hier ist dann die, die B. Nee, hier sind ja noch mehr Linien, also hier sind jetzt ja auch solche drin. Also die Seite endet ja nicht, die würde ja nicht hier enden. Ich glaube, Excel kann das definitiv schöner. Ja, genau, definitiv. also Seitenumbruchvorschau. Ja, also es kann genau. Definitiv schöner, es kann es für Office auch, aber Excel kann genau. Das muss man einfach sehen. Das ist auch der Punkt. Also jetzt finde ich das, was ich eigentlich zeigen wollte, was das hier immerhin kann, nämlich durch diese gestrichelten Linien die Seite, die A4-Seite zum Beispiel anzeigen, finde ich jetzt irgendwie gerade nicht. Aber selbst das ist, Seitenumbruch. Wir probieren es noch einmal kurz und sonst gehen wir weiter zum nächsten. Seitenumbruch. Warte. Also das was in meinem Druckbereich gezeigt ist jetzt definitiv nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt wird nur eine einzige Zelle gedruckt. Das kann sein. Warte kurz. Also, wir haben Raster und Hilfslinie. Wir haben hier alles Mögliche. Aber diese schöne Seitenansicht, in der man in Excel auch direkt arbeiten kann, die gibt es hier, zumindest habe ich sie nicht gefunden, gibt es hier nicht. Das ist der eine Punkt, wo man sagen muss, da ist Excel stärker, da habe ich keinen Pendant gefunden. Also da kann man sich dann wirklich die Seitenansicht aufrufen und dann trotzdem hier dann seine Formeln schreiben und sowas. Aber das, um das auch vorwegzunehmen, das ist dann auch schon so ziemlich alles. Und jetzt geht es natürlich weiter mit also der Funktion, die wahrscheinlich die häufigst genutzte Funktion der Welt ist, das funktioniert genau wie in Excel. Was habe ich mir überlegt? Was auch hier möglich ist, wenn man jetzt irgendwelche Texte schreibt, dass man dann selbst innerhalb einer Zelle, ob das jetzt sinnvoll ist, das zu machen, sei mal dahingestellt, Zeilenumbrüche machen kann. Das geht auch hier. Also wenn man in Excel immer in die Verlegenheit kommt, in Excel irgendwas zu machen, was tatsächlich irgendwie wie ein Papierformular aussehen soll oder sowas, kann man sich da manchmal behelfen. Also dass man dann in einer Zelle sowas macht, per, wie macht er das überhaupt genau, mit Steuerung und Enter war das hier. Also ist, ich würde sagen, in den meisten Fällen nicht sinnvoll, aber möglich. Sowohl in Excel als auch hier. Dann solche etwas weiterführenden Formeln, wie zum Beispiel wenn, die wenn-Formel. Die gibt es auch hier. Also wenn ich zum Beispiel sage, hier und dann sage, wenn, sagen wir mal hier, das größer 3, sagt mir okay und sonst sagt mir nicht okay. So eine Formel in eine Spalte zu machen, die dann eine andere Spalte irgendwie checkt, wie man das aus Excel kennt, wenn man es denn kennt, das gibt es auch hier. Was hatten wir noch? Die Zählen-Wenn-Formel zum Beispiel wäre dann sowas wie, was nehmen wir mal? Wenn-Text okay. Genau. Ich wollte jetzt eher sowas nehmen wie Klaus ich nehme jetzt mal mein Vornamen Klaus mit C und dann sagen wir zählen, wenn der Bereich gleich Klaus. Ne, das war gar nicht so. Ist das? Ne, doch, das wollte ich eigentlich.
Warum nimmt der es jetzt gar nicht? Ja, das muss man zusammenschreiben, definitiv. Probieren wir das noch einmal, gehen wir zurück und wie hier auch hier vorgeschlagen wurde im Plenum, lassen wir das einfach einmal so und machen stattdessen C hier. Zählen, wenn. Aber da wollen wir jetzt ja nicht nur eine Spalte, sondern wir wollen ja nur eine Zelle, sondern wir wollen ja eine ganze Spalte. Größer 3. Vielleicht mal das Fenster, das Dialogfenster, wenn man auf F von X da klickt. Das hier, Bereich Bedingung. Wir wollen einen Bereich. Probieren wir es mal so. Größer 3. Nee. So war es so. Ja, genau. Die Bedingung muss dahinter als zweiter Parameter und sie muss in Anführungszeichen stehen. Okay, so war das. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, in Excel war es ein bisschen anders und ich bin es in Excel gewohnter, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber es funktioniert mit ein bisschen Hilfe aus dem Publikum. Also die Zählen-Wenn-Formel, dass man gucken kann, wie viele Werte einer bestimmten Kategorie, einer bestimmten Bedingung sind in einer Spalte drin und gibt mir einfach die Anzahl raus. Auch das geht hier. Diagramme sind in Excel, finde ich, durchaus noch mal ganz praktisch. Dafür habe ich eine kleine Tabelle vorbereitet. Hier einfach eine Namensspalte, eine Berufsspalte und eine Alterspalte. Aber dafür gehe ich vorher einen Schritt weiter, weil man hieraus kein vernünftiges Diagramm machen kann, erstelle ich erstmal eine Pivot-Tabelle daraus. Die hatte ich schon gemacht, aber ich mache es jetzt nochmal, weil das hier ähnlich einfach geht wie in Excel. So, jetzt muss ich nochmal kurz spicken. Pivot-Analysen, Daten und Pivot-Tabelle, genau. Das war hier unter Daten und Pivot-Tabelle, genau. Nehmen wir unsere aktuelle Auswahl. Man könnte auch irgendwas anderes nehmen, aber so. Und dann haben wir hier relativ ähnlich wie in Excel die verschiedenen Felder, auf die wir unsere Sachen ziehen können. Und ich muss jetzt immer wieder selber gucken, ob ich das überhaupt richtig mache, weil ich das so selten mache. Aber wir werden es gleich sehen. Okay, das war offensichtlich Quatsch. Was dabei rauskommen sollte, ist sowas. Also wir haben die Herkunftsdaten, eine relativ einfache Tabelle, und machen dann, indem wir es in dieser Pivot-Erstellungsübersicht dann richtig machen, wie ich es sozusagen zu Hause habe ich es richtig gemacht, hier habe ich es jetzt so spontan nicht hingekriegt, machen daraus dann eine Pivot-Tabelle, die uns zum Beispiel die Anzahl der Berufe, die da drin sind in der Spalte Beruf oder die Mittelwerte des Alters gibt. Und hieraus zum Beispiel kann man sich jetzt auch relativ einfach ein Diagramm erstellen. Dafür gibt es dann auch, ähnlich wie man es in Excel kennt, hier oben so Shortcuts für die typischen Sachen, die oft gemacht werden. Und wir klicken auf Diagramm und sehen dann die verschiedensten Diagrammtypen, die man machen kann. Von einem Kreisdiagramm, auch der Tortendiagramm hatte ich mal irgendwen sagen hören, das hat eigentlich keine Daseinsberechtigung, es sei denn, es geht um eine echte Torte. Ich bleibe einfach mal beim Säulendiagramm. Und
sogar ohne irgendwelche weiteren Einstellungen haben wir es da. Ähnlich einfach, wie man es in Excel kennt. Und da bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das in Excel so, auch so ist, dass da standardmäßig hier solche Bedienfelder drin sind, die man dann nur mal treffen müsste. Hier kann man, wenn man es richtig bedient, nämlich... Ja. Na? Ja, hat jemand einen Tipp? Also vorhin funktionierte ja, das? Rechte Maustaste bearbeiten. Nee, das eigentlich gar nicht. Also hier in diesen Feldern, das sind eigentlich Auswahlfelder, wo man dann sogar... Achso, du bist jetzt aus der Pivot-Tabelle raus. Ja, so. Genau, ich bin jetzt im Diagramm. Ja, aus der Pivot-Tabelle raus. Das kennt ihr wahrscheinlich. Ja. Also eigentlich sollte man jetzt hier drin in diesen Feldern sogar was auswählen können. Und dann nimmt er hier zum Beispiel die Variable Arzt weg. Frag mich nicht, was ich hier gerade... In der Pivot-Tabelle selbst kann man rausfiltern. In der Pivot-Tabelle selbst kann man es natürlich auch rausfiltern. Ja, mal gucken, was dann passiert. Dann nimmt das da auch weg. Aber so hier auf diesen Feldern, Daten und Beruf, man sollte es sogar direkt hier im Diagramm rausnehmen können. Also es ist richtig, man kann in der Pivot-Tabelle irgendwas rausfiltern und das Diagramm aktualisiert sich direkt. Das ist natürlich auch schon sehr praktisch, aber diese Felder hier, die hier erscheinen, die sollten eigentlich interaktiv sein. Frag mich nicht, warum sie das jetzt nicht sind. Hier könnte man eigentlich auch da zum Beispiel, die Datenauswahl direkt anpassen. Das ist, kann man sagen, jetzt vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, dass das nicht so, zumindest jetzt hier in meinem Beispiel, nicht ganz so intuitiv zu bedienen ist, nicht ganz so zuverlässig zu bedienen ist, wie es eigentlich den Anschein macht. Jetzt funktioniert es. Frag mich nicht, warum es eben nicht funktioniert hat. Also das sollte zumindest in der Theorie, im Ansatz her, auch extrem einfach funktionieren, hier aus einer Datensammlung in einem Schritt eine Pivot-Tabelle zu machen und aus der Pivot-Tabelle im nächsten Schritt ein Diagramm, was zumindest in der Theorie sogar interaktiv ist. Wie gesagt, das ist mit den Pivot-Tabellen, muss man natürlich ein bisschen versierter drin sein, als ich das bin, und wissen, wo man dann welche Spaltenbezeichnung aus der Datensammlung man dann auch wirklich in welches Feld ziehen muss. Das muss man schlecht wissen, wenn man weiß, wenn man es im Gegensatz zu mir weiß, ohne mehrfach probieren zu müssen, geht das extrem einfach. Und das, ich finde, das ist eine starke Sache von Excel, wenn man jetzt, sag ich mal, mittelgroße Daten hat, wenn man irgendwie Hunderttausende von Datensätzen mit 100, 200, 300 Variablen hat oder sowas, dann kommt Excel irgendwann an seine Grenzen, dann ist es nicht mehr praktisch. Aber für so mittelgroße Datensammlungen funktioniert das echt schick, finde ich. Und das funktioniert hier in LibreOffice Calc ähnlich schick. Was ich auch in Excel immer ziemlich faszinierend fand, ist diese automatische Fortführung von Reihen. Ich weiß gar nicht, ob Reihen das der wirklich korrekte Ausdruck ist. Also wenn ich irgendwas anlegen will hier und dann anfangen zu schreiben, ne, Monday, Tuesday und sowas, und dann zu sagen, hey Excel, also oder in diesem Fall Calc, du kannst dir wahrscheinlich denken, was ich meine, mach doch mal bitte schnell weiter für mich. Das gibt es hier auch. Ich habe erst gedacht, ich habe es dann mit deutschen Sachen versucht, Montag, Dienstag. Und dann erst gedacht, es geht nicht. Jetzt geht's durchaus. Und zwar, wenn man hier unter Daten, ich meine, das war das unter Daten, ich muss nochmal kurz spicken. Das war unter Extras. Unter Extras, Optionen, und wenn man dann hier in die
nicht in die allgemeinen Optionen, sondern in die Kalkoptionen geht, hat man hier diesen Eintrag Sortierlisten. Und das, ich weiß gar nicht, ob das in Excel auch so ist, dass es das da aber auch gibt, vermutlich ja. Hier kann man dann seine Listen anlegen. Die deutsche Liste, die hatte ich heute Vormittag erst angelegt, die war vorher nicht da. Die Wochentagsliste ist da. Die Monatsliste zum Beispiel. Da ist bisher nur die englische Variante. Das können wir nochmal kurz probieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier Januar und Februar anlege, dann tippe ich jetzt mal drauf, dass es hier nicht weitergeht. Genau, dann wiederholt er einfach nur die beiden, die ich gerade eingegeben habe. Das heißt, die kennt er noch nicht. Wenn ich jetzt, ja? Einfach, wenn die Listen angelegt sind, kann man die exportieren und importieren? Die, diese Sortierlisten? Ja, mit einer Sortierlisten. Ich, also hier in dem Menü direkt nicht, würde ich sagen. Moment, da müssen wir mal kurz hier hingehen. Also hier ist jetzt ja keine Importieren- oder Exportieren-Funktion. Ich glaube, wenn man mehrere Rechner hätte als Beispiel und ja. Mal anlegen und sagt, man hat eine Firma mit 10 PCs als Beispiel, ja. Und würde die dann exportieren und importieren. Ich würde vermuten, dass man da nochmal irgendwie eine Ebene tiefer gehen und sich irgendeine Konfigurationsdatei raussuchen muss, wo das dann ja letztendlich drin sein muss. Aber so eine schöne Exportieren-Funktion oder Importieren-Funktion ist jetzt hier nicht da. Was man höchstens machen... Wäre eine gute Sache, genau. Was man natürlich machen könnte, um sich, also jetzt sag ich mal, als Admin, der das vielleicht, wie du sagtest, auf 10 Computern machen soll, könnte man sich ja behelfen und man könnte diese Liste schon mal in eine eigene Tabelle schreiben. Ja. Also man kann ja das hier dann nehmen und das sozusagen auf die anderen Rechner bringen und dann da nochmal schnell reinlegen. Das würde das ein bisschen vereinfachen, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt hier gleich mache. Also was ich jetzt mache, ist hier ja schlicht das hier reinzuschreiben. Und das ist natürlich genau das, was der Admin nicht 10-mal oder 100-mal machen will. Der würde man dann hier unten gehen und sagen, Liste kopieren aus und dann irgendein Blatt oder aus irgendeiner Kalkdatei sich holen. Da würde es zumindest ein bisschen schneller gehen. Aber dieses Feature importieren aus, keine Ahnung, aus Textdatei oder irgend sowas, CSV-Datei, das wäre natürlich nochmal eine feine Sache für eine Weiterentwicklung. Genau. Jetzt hacke ich das mal schnell hier rein. September, was kommt nach September? Oktober, glaube ich, richtig. November und Dezember. Und das 100-mal zu machen, wäre natürlich echt eine Strafarbeit für Praktikanten. gehe hier auf Hinzufügen und jetzt ist die hier drüben mit drin. Sicherheitshalber noch einmal auf Anwenden. Und dann sollte jetzt, wenn ich hier, natürlich richtig schreiben muss man schon, Januar, Februar und so weiter mache. Und jetzt sollte hier, genau, jetzt geht er weiter im März bis Dezember und fängt dann wieder im Januar an. Das heißt, dieses in manchen Szenarien sehr praktische Feature kann man da auch nutzen. Und was ich, wie gesagt, vermute, dass es in Excel auch gibt, ich habe es erst hier entdeckt, ist diese Möglichkeit, da seine eigenen Listen zu importieren. Und da kann man dann ja, keine Ahnung, theoretisch könnte man dann da alle Namen aus der Firma oder sowas reinschreiben oder reinladen, um dann da, was weiß ich, Listen, wer wann Nachtschicht hat oder sowas zu erstellen. Spät haben wir es, auch hier sind noch eine Zeit. So, was haben wir noch? Genau, CSV-Dateien einlesen. Das ist hier auch möglich, so wie in Excel, indem wir einfach sagen, wir öffnen jetzt hier mal eine Datei, die nicht das proprietäre, also das hier zugehörige ODS-Format ist, sondern irgendeine CSV-Datei. Dann kriegen wir so einen öffnenden Dialog, in dem man alles Mögliche einstellen kann, von der berühmt-berüchtigten
Dateikodierung, wo natürlich auch einiges schief gehen kann, insbesondere wenn man nicht genau weiß, was importiere ich hier jetzt eigentlich, dann ist man ja manchmal fröhliches Probieren angesagt. Ich habe persönlich bis vor kurzem gedacht, UTF-8 würde immer alles erschlagen. Musste lernen, dass es nicht so ist. Dann musste man irgendwas von diesen westeuropäischen Sachen, musste ich, genau, Latin, Win Latin 1 oder das musste ich mir neulich irgendwann raussuchen. Dann kann man ihm hier noch sagen, so willst du schon, sollst du ab Zeile 1 probieren oder vielleicht nicht, weil gerade in der Zeile 1 vielleicht die Überschriften sind. Dann natürlich hier für CSV-Dateien wichtig, das berühmte Trennzeichen. Was ist es? Ist es ein Leerzeichen? Ist es ein Semikolon oder ist es noch was anderes? In meiner Datei ist das Semikolon. Oder haben wir vielleicht sogar so eine feste, breite Datei? Habe ich auch erst vor relativ kurzer Zeit gelernt, dass es das gibt. Und da man dann irgendwie hier eingeben muss, was die feste Breite ist. Ich wünsche euch allen, dass ihr immer mit CSV-Dateien zu tun habt. Ich glaube, ich finde, das ist deutlich einfacher. Und dann sieht man hier unten ja schon die Vorschau und sieht schon, passt, lädt das rein und hat dann, Moment, hat dann aus der CSV-Datei die, zeige ich nochmal kurz so, um euch auch zu sehen, zeigen, dass es wirklich eine CSV-Datei war, die wir hier hatten, die hier so aussieht, haben wir daraus dann eine, wo ist es hin? Ist gerade aus Versehen gelöscht, glaube ich. Hey. Ich habe gerade irgendeinen Quatsch gemacht. Ich lade sie einfach schnell nochmal. Du hast gerade ganz schön weit runtergescrollt. Sag einfach mal hoch. Habe ich einfach nur runtergescrollt? Ja, ich habe einfach nur. Ah, nein, Moment. Nee, ich habe nicht einfach nur runtergescrollt. Ich habe irgendwas gemacht. Ich hätte doch eine Maus mitbringen sollen. Mit den Trackpads ist das immer so eine Sache. Nee, wartet. Ich habe mir hier gerade irgendwas durcheinander gebracht. Das haben wir gleich. So, nochmal. Und okay, ein Neustart wird das Problem lösen. Synchronon stimmt, okay. So, da ist es wieder, genau. Und dann ist aus der wenig lesefreundlichen, aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen trotzdem wichtigen CSV-Datei für die Verbreitung oder sowas halt eine vernünftige Tabelle geworden. Genau, also das ist auch kein Problem. Ja. Was für mich immer ein Kampf ist, na? Von Zeit zu Zeit, du hast deine CSV-Datei, ja. Dezimaltrennung, Punkt. Ich habe ja. Aber gerne ein Komma. Ja. Das ist jedes Mal ein kleines Problem und wieder rückwärts, wenn du es als CSV wieder abspeicherst, möchtest, soll aus meinem Komma wieder ein Punkt werden, weil ich verarbeite es dann wieder irgendwo anders weiter. Okay, das heißt, wenn wir hier sowas hätten wie jetzt, also jetzt wir hier ein Dezimalformat, für das wir jetzt ein Komma nehmen, zum Beispiel? Oder? Ja. Also das meinst du ja, ne? Eine reelle Zahl, 7,7, also 7,7. Willst du einen Punkt oder ein Komma haben? Punkt. Hier. Punkt. Also ich habe meine Standardansicht, ja? Mit der ich am liebsten arbeite, ist ein Komma, weil ich es am besten erkenne. Ja. Aber viele Programme. Meinst du jetzt als 1,5 oder meinst du dieses 1500? Meinst du das Komma? Nee. So wie wir es im Deutschen machen. Ich ja, okay. Trennung, also sowas wie 1,7 oder was weiß ich. Ja. 0,1, 6,37 und so weiter. Sowas meinst du. Genau. 1, so, aber halt in der CSV dabei ist ein Punkt. Aber ich möchte, wenn ich... Ach so, du willst die in der CSV, ja, da heißt ein Punkt. Die kommen irgendwo her. Irgendwo aus Amerika oder so. Irgendwo her und das ist ein Programm. Ja. Von C geschrieben und die setzen einen Punkt. Ja.
Und du willst jetzt statt des Punkts ein Komma das haben, einlesen, damit er das auch erkennt. Können wir mal probieren. Wir lesen die ein. Ist wieder, ich warte. Irgendwas hakt hier gerade ein bisschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was, aber... Musst du die Datei nicht hier speichern, damit du sie einlesen kannst? Die da, das glaube ich nicht. Aber es wäre natürlich sinnvoll für den Inhalt, aber warum hier gerade beim Öffnen immer... Ja, weil da was hakt. Weil so. Er erkennt, dass es etwas anderes ist. Okay, jetzt haben wir hier wieder den Importieren-Dialog. Der Zeichensatz sollte weiterhin kein Problem sein. Das Gebietsschema... Eigentlich auch kein Problem. Trennoption, Semikolon ist weiterhin das richtig. Aber bei diesem schönen Gebietsschema, ja? Wenn du da jetzt meinetwegen Amerika einstellst, dann sollte er doch eigentlich vielleicht, das Punkt als Dezimal. Vielleicht macht er das gleich. Trennzeichen erkennen. Amerika oder England müsste ja eigentlich auch gehen. Ich gucke gerade mal. Wo verstecken sich denn die USA jetzt mal wieder? Englisch, Klammer auf, USA, Klammer zu. Ah ja, richtig, genau so ist das immer, richtig. Englisch, USA, genau, nehmen wir doch das mal. Und dann gucken, ob er jetzt schon das hier, also das sehen wir jetzt schon, aber das ist jetzt, nee, das hat er jetzt hier in die gewünschte deutsche Sprache, in die Kalk eingestellt ist, eingeladen. Also das ist tatsächlich in dem Fall nicht wirklich schwer. Okay, dann, was haben wir noch so? Genau, das Sortieren von diversen Sachen ist so easy wie in Excel, wenn man weiß, wo Sortieren ist. Autosortieren, genau. Da haben wir den Sortieren-Dialog. Oh, Entschuldigung. Komm schon. So, irgendwas ist hier komisch. Das hat irgendwas mit der Desktop-Oberfläche zu tun. Sorry für das Hin und Her. Also, nochmal. Wir wollen die hier sortieren. Und können jetzt wieder gucken. Wir können zum Beispiel nach der Namensspalte sortieren. Aufsteigend oder absteigend. Ich kann mir nie merken, was was ist. Genau, das ist jetzt sozusagen kontraalphabetisch. Das ist alphabetisch, Nachname. Und auch hier können wir, wenn wir wollen, mehrere Sortierebenen machen. Also wir können zum Beispiel sagen, erst nach Name und dann nach, keine Ahnung, nach Alter. Und dann dreht er hier noch mal was um. Das ist kein Problem. Und ebenso genau, wie man es aus Excel gewohnt ist, gibt es die Filtermöglichkeit. Also so eine Tabelle, Datensammlung, die man da drin hat, mit solchen Filterspalten hier oben zu versehen und dann zu sagen, ich will jetzt hier nur die Ärzte sehen, zum Beispiel. Oder alle außer den Ärzten. Auch easy peasy. Dann im Zusammenhang mit Filtern eine Sache noch, die ich persönlich in Excel ein bisschen komfortabler finde, ist die Sache mit Duplikate entfernen. Man kann ja durchaus in Spalten, wie zum Beispiel hier, wo Namen wie Erdem und Meier mehrfach vorkommen oder auch hier in der Berufsspalte, wo mehrere Berufe doppelt vorkommen, aus irgendwelchen Gründen sagen, ich will jetzt mal nur die Unikarte sehen. Ich will jetzt wissen, wie viele verschiedene Werte ich da drin habe.
Dann gibt es in Excel so eine relativ schöne Funktion, über die, die gibt es auch einen Shortcut, die heißt Duplikate entfernen. Das geht hier auch, aber ich finde es hier, muss ich leider ehrlich sagen, relativ umständlich. Da geht man hier über, man muss erstmal, wenn ich mich richtig erinnere, eine Spalte markieren, die um die es geht. Geht dann über Daten und weitere Filter, Standardfilter. Und dann sucht man sich die Spalte raus. Bedingung gibt es dann keine. Man muss dann einen Wert, man muss dann nicht leer einstellen und dann hier bei Optionen auf keine Duplikate gehen. Und jetzt sollte, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber jetzt sollte eigentlich hier, sollten hier die Duplikate rausgefiltert werden, beziehungsweise dann die Datensätze, wo Duplikate drin sind, verschwinden. Und ja, es funktioniert. Aber ich finde, das muss man erstmal finden. Da, ja, da hat Excel nach wie vor ein bisschen die Nase vorn. Man kann auch hier Datentypen vorgeben für bestimmte Spalten, die man oder Zellen, die man haben will. Man kann zum Beispiel sagen, hier in der, in der Spalte sollen jetzt nur Zahlen stehen. Moment. Sagen, das hier will ich als Zahl haben. Oder als Währungsspalte. Ne? Das ist auch hier kein Problem. Und man kann auch zum Beispiel für irgendwelche Eingabefelder, markieren wir das mal, das ist hässlich, markieren wir das mal irgendwie, irgendwelche Gültigkeitsbereiche festlegen. Da gibt es auch hier diesen Bereich, der dem, damit ist irgendwie immer das Problem mit dem Verschieben. Fragt mich nicht wie, das ist irgendein Problem mit meiner Desktop-Oberfläche. Dass ich hier sagen kann, ich will nicht jeden Wert zulassen, sondern ich will zum Beispiel nur ganze Zahlen zulassen. Oder ich will nur einen bestimmten einen bestimmten benutzerdefinierten Wert, den ich über eine Formel festlege, zulassen. Aber was ich eigentlich wollte, war vor allem auch die Liste. Dass ich jetzt hier auch eine Liste, die wie auch immer lautet, eingebe und die dann da ausschließlich zulässig ist. Und ähnlich wie in Excel wird dann da auch aus automatischem Dropdown-Feld gebildet. Man kann, meine ich, auch hier immer noch reinschreiben, genau. Aber wenn ich dann eben etwas, was nicht in dieser Liste ist, auswähle, kriege ich eine Fehlermeldung. Also solche Sachen sind hier auch weiterhin möglich. Bedingte Formatierung. Das hier finde ich auch noch in bestimmten Anwendungsszenarien relativ charmant, diese verschiedenen statistischen Funktionen. Ich gehe jetzt nochmal in eine Tabelle, die ich vorgebaut habe. Weg. Man hat eine Reihe von Daten, die man sich auswählen kann. Und dann kann man hier auch wieder unter Daten, das ist, wie ihr seht, eins von den Menüpunkten, einer der Menüpunkte, die man relativ häufig wählt, verschiedenste statistische Sachen mit anstellen. Also von einfach bis relativ anspruchsvoll. Und was ich jetzt wollte, war genau eher eins von den einfachen Sachen, beschreibende Statistik. Da kann man dann einfach so eine, sich über diese Daten so eine gewisse Zusammenfassung anzeigen lassen. Sozusagen mit wenigen Klicks so eine Übersicht. Dass die
Felder hier vorne jetzt überall solche Division durch Null oder Wert haben wir nicht. Sachen anzeigen ist relativ klar, weil das ja Namensfelder sind. Also hier sind Texte drin, für die man relativ schlecht irgendwie Standardfehler und Median und dergleichen berechnen kann. Das heißt, die könnte man dann auch entweder gleich rausnehmen oder löscht sie dann halt hier aus seiner Anzeige raus und hat dann zumindest über die Zahlenfelder so eine statistische Zusammenfassung. Und auch hier kann man dann natürlich sagen, ich will mehr oder weniger Nullstellen haben. Ja, es gibt die üblichen und oder Formeln, ähnlich wie Wenn-Formeln, die man auch wie in Excel ja, theoretisch beliebig komplex verschachteln kann. Also man könnte jetzt hier sagen, wenn und wenn man das gleich erdem und zweiter Wert das, ne? Das gleich. Was ist Erdem? Arzt? Dann sagt mir stimmt und sonst sagt mir nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das ja, funktioniert sogar auf Anhieb. Und dann ändern wir jetzt den Beruf von Erdem auch mal in Polizist und stimmt nicht. Also solche Formelverschachtelungen sind hier genauso wie in Excel möglich. Oder sagen wir mal so, ich habe jetzt noch kein Beispiel gefunden, wo es nicht ging, wo es irgendwie mir gesagt hat, ey, zu viele Wenns oder zu viele Oders oder das kann ich nicht. Also auch hiermit kann man sich, wenn man das mag und wenn man dann noch nach ganzen Zeile Wenn und Oder und sowas in der Lage ist, den Überblick zu behalten, kann man das auch hier machen, solche relativ komplexen Prüfungen mit Wenn und Oder und sowas. Kannst du noch einmal zurückgehen? Ja, klar. Okay. Dieses Feld mit dem Wenn. Ja. Klick das mal oben in der Zeile an. Ja. Ja, dann macht es bei mir farbig. Und das hilft mir. Was meinst du farbig? Die Zellbezüge. Ach so, die hier, farbig, ja. Ne? Ja, genau. Und die Zellen so ein, mhm. In der Formel. Ja. Und das hilft mir ungemein, gerade wenn so eine Zeile. Stimmt. Länger sind. Mhm. Ja, ja. Genau, das ist tatsächlich auch ein echt ganz hilfreiches Feature. Je länger du das machst, desto mehr Farben tauchen natürlich auch auf und. Ja. Irgendwann wird es bunt. Ein Feature, was ich auch relativ vor kurzer Zeit entdeckt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich irgendwie nützlich ist, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Will ich euch mal zeigen. Bin gespannt, ob das jemand kennt. Oder ich kann euch mal fragen, Dateneingabeformular. Kennt das jemand? Da hinten kennt es jemand? Das ist folgendes. Ach so, Moment, wo war das hier? Ich muss selbst nur wieder gucken. Dateneingabe, Tabelle erstellen, Datenformular. Also man hat eine Tabelle, markiert die sich wieder, geht dann über Daten und Formular und dann geht da sowas auf. Ein Formular, was sich an unsere Tabelle anpasst, was sich sozusagen die Spalten da raussucht und die zu Eingabefeldern macht und die Datensätze, die da drin sind, auch gleich mal einliest. Das heißt, man kann da durchgehen und dann am Ende oder indem man sofort auf Neu klickt, einen neuen Datensatz haben. Also geben wir jetzt ein hier Hansen, Busfahrer und 33. Enter. Und das wird dann hier ans Ende der Tabelle gepackt. Ich find's eigentlich nur witzig. Ich versuche immer mir dafür ein Anwendungsszenario vorzustellen. Also wenn irgendwie, keine Ahnung,
ein Hotel seine ganze Buchhaltung auf Excel-Basis macht, dann könnte an der Rezeption, könnte man da schnell irgendwie so neue Kundenstammdaten aufnehmen oder sowas, aber ich weiß nicht, aber ich finde es witzig. Ja, und damit mit sowas Nutzlosen, aber vielleicht ganz Witzigen, würde ich es jetzt auch von mir aus erstmal bewenden lassen. Jeder, der Excel schon mal mit Excel rumgespielt hat, weiß, es gibt, keine Ahnung, wie viele hunderte oder tausende Funktionen. Ähnlich ist es hier. Was ich hier mit rüberbringen wollte, ist für diejenigen, die es noch nicht mal selbst ausprobiert haben oder noch zweifeln. Ich bin der Auffassung, LibreOffice Calc ist inzwischen ein, vielleicht bis auf ganz paar kleine Ausnahmen, ein absolut ebenbürtiges Excel-Pendant. Und wer vielleicht auch als Open-Source-Fan hier und da mal wieder ein bisschen für Open-Source-Software wirbt und Leute dann sagen, ach nee, aber ich kann Excel, ich will jetzt mit meinen, weiß ich was, manche Kollegen sagen dann, ich gehe doch in 5 Jahren Rente, ich will jetzt nichts Neues mehr lernen oder sowas. Oder ich will das Prinzip nichts Neues lernen, weil das Lernen doof ist oder sowas. Nee, wundern. Die finde ich, die kann man heutzutage beruhigen und sagen, ey, stell dich nicht so an, wenn du Excel kannst, kannst du auch das. Ja. Haben wir eigentlich hier nach noch einen Vortrag? Das ist heute, ja? Okay, gut. Dann haben wir jetzt. Okay, Zeit für 2 Fragen wahrscheinlich noch. Deine Vergleichstabelle, die du dann aufgerufen hast, kannst du sie uns irgendwie zugänglich machen? Ja, das hier meinst du, diese Notizen? Mhm. Klar, kein Thema. Kriegen wir irgendwie hin. Ja, okay, gut. Machen wir dann über die Website oder irgend sowas. Kriegen wir hin, ja. Kein Thema. Ja, gut. Okay, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Geduld bei den kleinen Problemen hier. Und ja, schön, dass ihr da seid und viel Spaß noch und vielleicht auch bis die Tage, bis morgen, übermorgen.